Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben zum Schluss auch über die Energiefrage gesprochen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll es ja darum gehen, die Abhängigkeit vom Erdgas und vom Öl von Russland abzubauen. Und wenn ich es auch richtig verstanden habe, sind die USA daran interessiert und Sie auch bereit, die Importe von Erdgas aus den USA zu erhöhen. Mit anderen Worten, und zwar stellen die das übrigens durch Fracking her. Erstens ist es umweltschädlich, aber zweitens ging es den USA bei den Forderungen nach der Unabhängigkeit der EU von Russland und bei der Forderung nach Sanktionen gegen Russland doch wieder um eigene ökonomische Interessen, damit sie mehr verkaufen können. Das kommt dabei heraus. Nun haben wir aber eine dramatische Zahl, die ja auch Herrn Gabriel etwas durcheinander geworfen hat, ein Minus des Exports von Deutschland im August von 5,8%. Dafür gibt es zwei Gründe, die Sie nicht benannt haben. Der erste Grund ist die völlig verfehlte Sanktionspolitik gegenüber Russland, das daraufhin die Importe aus Deutschland stark reduziert hat. Und das ist politisch, ökonomisch und auch sozial der falsche Weg. Es wird geschätzt, dass uns das bis zu 300.000 Arbeitsplätze kosten kann. Und jetzt sage ich Ihnen, was der Vorteil in der EU-Mitgliedschaft ist. Der Vorteil in der EU-Mitgliedschaft besteht darin, dass die Länder politisch, wirtschaftlich und zivilgesellschaftlich miteinander so verflochten sind, dass ein Krieg zwischen ihnen gar nicht mehr denkbar wäre. Also dann müsste vollständiger Irrationalismus herrschen. Wenn das stimmt, dann brauchen wir zu Russland genauso enge politische, ökonomische und zivilgesellschaftliche Beziehungen, damit ein Krieg zwischen Russland und dem übrigen Europa ausgeschlossen wird. Und wenn wir das hätten, wenn wir so enge Beziehungen hätten, könnten wir auch Einfluss nehmen auf Fragen der Entwicklung der Demokratie und der Freiheit des Umgangs mit Lesben und Schwulen und viele andere Dinge, die uns stören. Das ist der richtige Weg. Der Weg der Sanktionen ist völlig falsch und schadet letztlich auch uns, unserer Wirtschaft und unseren Bürgerinnen und Bürgern. Und deshalb finde ich auch die Verschiebung des Petersburger Dialogs ist ein völlig falsches Signal, das wir genau in dieser Zeit überhaupt nicht gebraucht haben. Nun nehmen wir ja alle erstaunt zur Kenntnis, dass sich doch Lösungen in der Ukraine anbahnen. Immerhin, es gibt das Minsker Abkommen. Und deshalb sage ich Ihnen noch einmal, jetzt müssen Sie auch Ihre Bereitschaft signalisieren, die Sanktionen wieder zurückzunehmen. Anders ist das Verhältnis nicht zu normalisieren. Und dann gibt es aber für den Rückgang der Exporte noch einen zweiten Grund. Und der zweite Grund, der hat mit der Politik in Bezug auf den Süden Europas zu tun. Und diese Politik war und bleibt falsch. Nach wie vor haben wir die Situation, dass die Banken spekulieren können, so viel sie wollen. Es haften immer die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für sämtliche Verluste. Nach wie vor haben wir die Situation, dass die Banken, denen das Geld ja in den Rachen geworfen wird, dieses Geld nicht für Investitionen nutzen, sondern sie spekulieren weiter mit Wertpapieren und Immobilien. Und die notwendige Regulierung findet bis heute nicht statt. Sie haben sie mehrfach angekündigt, sie hat bis heute nicht stattgefunden. Und wenn jetzt den Banken angekündigt wird, dass die Europäische Zentralbank bereit ist, auch noch die Staatsanleihen bei ihnen zu kaufen, macht die das natürlich noch reicher und noch sicherer. Und vorgestern habe ich beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg argumentiert, weshalb dies rechtswidrig ist. Ich finde in Übereinstimmung mit dem Bundesverfassungsgericht. Wir werden sehen, was der Europäische Gerichtshof entscheidet. Aber ein direkter Ankauf von Staatsanleihen bei den Staaten durch die Europäische Zentralbank wäre ja sinnvoll, aber ist durch den Lissabonner Vertrag verboten. Vielleicht müssen wir doch mal darüber nachdenken, diesen zu korrigieren. Aber jetzt komme ich zu Ihrem Spardiktat gegenüber dem Süden Europas. Und ich will Ihnen einmal wirklich aufzählen, was dort angerichtet worden ist. Die Folgen sind zunächst in diesen Ländern und jetzt auch bei uns erheblich. Wir haben jetzt über 26 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der EU, die arbeitslos sind. Wir haben Millionen junger Menschen ohne Perspektive. In Griechenland und Spanien liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei über 50%, in Italien bei 44%. In Griechenland bekommen nur 27% der Arbeitslosen Arbeitslosengeld. Beim Europäischen Gerichtshof habe ich die Folgen für Griechenland einmal konkret wie folgt benannt. Die Säuglingssterblichkeit stieg in der Zeit jetzt der Krise um 21%. Die Kindersterblichkeit stieg um 43%. Die HIV-Ansteckungsquote stieg um 52%. Die Selbstmordrate stieg um 37%.
Es tut mir leid, Frau Bundeskanzlerin, aber das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es war die Bundesregierung, die dieses Spardiktat diktiert hat. Und das sind die Folgen dieses Spardiktats. Und jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Die Staatsschulden liegen in diesen betroffenen Ländern nun auf Rekordniveau. Und deshalb gibt es eine mögliche und eine jetzige Folge. Wir haften bekanntlich hinsichtlich dieser Darlehen für 27%. Ich sehe nicht, wie die Staaten das Geld je zurückzahlen können. Und wenn wir mit 27% haften, müssen wir irgendwann 300 Milliarden Euro bezahlen. Ich möchte mal wissen, woher Sie das Geld nehmen. Sie unterbreiten ja keinen einzigen Vorschlag, wie Sie das machen wollen. Sie unterschreiben die Bürgschaft und verraten uns nicht, was im Haftungsfall passieren soll. Und das Zweite ist, Sie organisieren doch, dass diese betroffenen Länder Tag für Tag weniger Geld haben. Und deshalb können die sich die Importe aus Deutschland nicht mehr leisten. Und das ist der zweite Grund für den Exportrückgang. Aber Deutschland ist Vize-Weltmeister beim Export. Was wir übrigens immer wieder gerügt haben, weil wir gesagt haben, wir sind damit derart abhängig weltweit. Wir müssen die Binnenwirtschaft stärken. Aber Sie haben uns ja diesbezüglich nie zugehört. Und jetzt sage ich Ihnen Folgendes. Ja, verstehen Sie? Ja, Ford hat übrigens schon Kurzarbeit angekündigt, um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen. Und die Verluste der Arbeitsplätze gehen dann über die 300.000 noch hinzu. Und dann haben wir hier gewaltige soziale Probleme, die Sie damit indirekt verursacht haben. Und ich sage Ihnen, Herr Kauder, seit der ersten Debatte habe ich Ihnen gesagt, wenn wir das Spardiktat gegen den Süden durchsetzen, werden die Exporte zusammenbrechen. Sie haben ja immer widersprochen. Jetzt brechen Sie zusammen. Und das ist erst der Anfang mit -5,8% im August. Ja, Sie sehen es wieder. Sie hätten gleich auf mich hören sollen, Herr Kauder. Das habe ich Ihnen schon mehrfach gesagt. Aber ja, es ist ja... Wissen Sie, was wir im Süden gebraucht hätten? Eine Art Marshallplan, wie wir ihn nach 45 hier erfahren haben. Das wäre sinnvoll gewesen, weil es ein Aufbauplan gewesen wäre. Dann hätten die mehr Geld und könnten die Darlehen auch zurückbezahlen. Aber das wollten Sie nicht. Nein, wissen Sie, was Ihre Auffassung war? Dass die Agenda 2010, erfunden von SPD und Grünen, weltweit der Heilsbringer sind. Ein schwerer Irrtum, kann ich nur sagen. Ein schwerer Irrtum. Und übrigens, der französische... Inzwischen zurückgetretene Wirtschaftsminister hat Folgendes gesagt, ich bin ja nicht alleine, die Sparpolitik in Frankreich und in ganz Europa ist eine einzige Absurdität, sie führt in die Rezession und bald auch zur Deflation. Wegen dieser richtigen Erkenntnis musste er zurücktreten. Das ist die Wahrheit in Europa. Und jetzt sage ich Ihnen noch was, der EZB-Präsident Draghi stemmt sich ja nur hilflos gegen die Krise und die Deflation. Die Leitzinsen machen jetzt ein 0,5 Prozentpünktchen aus, was ich eine Unverschämtheit finde. Da will ja die Regierung was machen, aber nicht halbherzig, Hamas, sondern mal richtig was machen. Was ich wirklich eine Unverschämtheit finde, ist, dass die Banken beim Dispo-Kredit derartig unverschämte Zinsen kassieren, obwohl sie selbst das Geld fast kostenlos erhalten. Das darf nicht mehr geschehen. Und wissen Sie, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland die ganze Krise mit einem Wertverlust ihrer Sparguthaben bereits bezahlt haben? 23 Milliarden Euro macht der Wertverlust der Sparguthaben aus. Darüber sprechen Sie auch nie. Erklären Sie das mal den Sparerinnen und Sparern, weshalb die für die Krise haften, die sie ja nicht verursacht haben. Also ich habe schon gesagt, wir müssen die Abhängigkeit vom Export abbauen. Wir brauchen mehr Binnenwirtschaft, dafür brauchen wir Investitionen. Und ich sage Ihnen auch, Herr Bundesfinanzminister, Ihre schwarze Null ist nichts wert, wenn dafür auf Zukunft verzichtet wird. Wir brauchen Investitionen in die Infrastruktur und in die Bildung. Es wird höchste Zeit und es wird Ihnen auch nicht gelingen, das Ganze zu privatisieren. Die wollen dann eine Rendite haben. Das ist unbezahlbar für die Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb sage ich Ihnen, wir müssen umsteuern. Und übrigens, Herr Peter Ramsauer, also nein, wirklich, also wenn Sie jetzt vorschlagen, alles wieder auszusetzen, Rente ab 63, Mindestlohn und so weiter, mein Gott, damit ruinieren Sie doch die Binnenwirtschaft, machen Sie doch mal eine kleine volkswirtschaftliche Lehre. Es wird höchste Zeit, abgesehen davon, dass es sozial ungerecht ist, abgesehen davon. Also wir müssen umkehren in Europa und ich habe einen Wunsch, den will ich Ihnen zum Schluss sagen. Ich möchte, dass die europäische Integration attraktiv wird, gerade auch für die jungen Leute und damit für die Zukunft. Die Europawahlen sind ein schlimmes Zeichen, das wir noch gar nicht richtig ausgewertet haben. Rechtsextreme und nationalistische Parteien hatten große Erfolge. Wenn wir das nicht wollen, Frau Bundeskanzlerin, müssen Sie dafür sorgen, dass unter dem Begriff Europa gerade bei der Jugend
endlich wieder mehr Frieden, mehr Demokratie und mehr soziale Wohlfahrt verstanden wird. Für die SPD-Fraktion erläutert der Kollege Thomas.